Ragen das Ganze jetzt hier. Minion Horde ist gewaged, Darkness ist auch gewaged. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Push am Start. Oh mein Gott, das bringt einfach noch ein Riesenskelett davor. Er muss jetzt eh noch das Riesenskelett werfen, die Hexe überlebt. Er wird wahrscheinlich jetzt einen Sepp drauf werfen oder irgendwas Billiges, denke ich. Nein, er setzt es. Oh mein Gott, die Hexe. Ich fass, die Decks klappen halt echt. Die Decks klappen halt wirklich. Hey Leute, seit gestern läuft die neue 20-Sieges-Challenge und ich habe es gestern im Livestream versucht und habe es leider nicht ganz so gut hinbekommen mit 15 Siegen, aber man kann bereits über eine App sehen, wer mit welchen Decks schon 20 Siege geschafft hat und wir werden uns heute die Top 3 Decks anschauen, mit der 20 Siege geschafft wurden. Und wir sehen auf dem dritten Platz Riese Funky Magier Wage. Das ist kein Witz, das ist tatsächlich nur der dritte Platz. Also ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf die ersten beiden Plätze freuen. Die sind natürlich noch kranker dann. Wir spielen einen Pumper und einen Minion-Horde dabei, vielleicht einen Feuerball rauszubaiten. Goblin Gang für Zap-Bait, ich denke, die beiden sind vor allem für Zap-Bait hier. Darkness, um Druck zu machen, haben Magier für Flächenschaden, um den Funky zu supporten. Haben Riese Magier und dann eben noch, obwohl es schon verrückt genug ist, noch ein Wutzauber. Ich würde sagen, wir machen einfach ein Game mit jedem Deck. Das sollte ich eigentlich relativ gut hinbekommen. Ich meine, die Decks haben nicht umsonst 20 Siege geschafft. Die sehen jetzt halt total verrückt aus, aber scheinen ja offensichtlich ganz gut zu klappen. 20 Siege geschafft und jeder 17.000, müsst ihr wissen. Und diese Decks haben es alle geschafft, auf jeden Fall. Relativ bittere Starterhand, wir haben keine Pumpe. Das Deck ist extrem teuer, sprich, ich denke, es ist auf jeden Fall keine schlechte Idee, erstmal abzuwarten. Genau, er bringt jetzt hier einen Dark Prince. Bringen wir auch einen Dark Prince. Wir hätten jetzt schon relativ gleich unsere Pumpe im Cycle. Würde ich sagen, bringe ich einfach einen Magier nach hinten. Okay, er springt jetzt in dem Moment eine Pumpe, war jetzt ein bisschen bitteres Timing. Was mir halt nicht so gut gefällt, ist halt, du musst immer irgendwas setzen irgendwie. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Passt jetzt gerade zum Beispiel der Magier, hätte ich jetzt eigentlich gerne irgendwas Billiges durchgecycelt. Ging jetzt überhaupt nicht klar in dem Moment. Ich denke, wir werden einfach ein bisschen Damage hinnehmen. Ich denke, es ist ein Deck, wo man auch ordentlich Damage hinnehmen kann. Die Pumpe jetzt nach links hinten gesetzt, war nachher vielleicht gar nicht so schlau. Aber er spielt schon mal er spielt schon mal hier einen Riesen. Und dann können wir auf jeden Fall gleich schon mal Funky und Wutzauber auspacken. Da freue ich mich schon drauf. Er spielt auch einen Funky. Krass. Okay, wir haben Darkpins, er hat auch einen Darkpins. Aber er spielt nicht dasselbe Deck. Er spielt nicht dasselbe Deck, genau, weil er eben noch auf jeden Fall die Banditin drin hat. Ich hoffe, er hat keinen Sepp drin. Er hat einen Sepp drin. Okay, tut ein bisschen weh. Ich hoffe, das geht soweit in Ordnung. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, ich glaube, der Funky trifft unseren Turm, glaube ich. Er hat unseren Turm getroffen. Das tut natürlich jetzt weh. Er spielt direkt im ersten Game, spielen wir auch gegen Funky, krank. Und er spielt es bisher um einiges besser als wir. Er spielt es auch mit Pumpe. Scheint hier ein ähnliches Deck ausgepackt zu haben, tatsächlich. Hatten wir jetzt extrem Pech. Haben wir in der Situation jetzt eben gar nichts machen können. Gegen die Minion Horde. Und auch die Banditen müssen wir jetzt hier durchchargen lassen. Das sieht jetzt verdammt schwierig aus, muss ich wirklich sagen. Frage ist eben, kann er irgendwas großartig gegen unsere Minion Horde machen? Wir haben gerade eben auch nichts gegen seine Minion Horde machen können. Vielleicht können wir dann auch es ausnutzen, dass er auch gegen unsere Minion Horde nichts machen kann. Weil ich muss echt sagen, es sieht relativ schwierig jetzt aus. Wir werden es auf jeden Fall hier mit der Minion Horde versuchen. Okay, ein Darkpins macht er auf jeden Fall schlau. Ragen das Ganze jetzt hier. Minion Horde ist gewaged, Darkpins ist auch gewaged. Und jetzt haben wir einen ordentlichen Push am Start. Oh mein Gott, das ist ja wirklich... Er kann nichts machen, er hat keinen Zauber drin. Okay, der erste Push war schon mal... Wenn wir jetzt hier einfach wieder einen Riesen davor setzen, jetzt einen Magier bringen, das Ganze jetzt gleich ragen einfach. Den Rage wird sich aber hier gar nicht so lohnen, glaube ich. Jetzt hier den Rage schon mal. Ja, macht er stark. Also der Magier macht verdammt viel Schaden. Der Riese ist auch im Turm. Das ist sogar der 3-Gone. Was? Wir sind tatsächlich jetzt durchgekommen. Habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, wie wir das gerade eben geschafft haben. Ich denke, wir werden auch ein bisschen rausgekattet haben. Ja, soviel zum ersten Deck auf jeden Fall. Auf dem zweiten Platz für mich Königsriese, Dramuski, Seppis, Holzfäller. Total verrückt, hat Tobi Spibbletalk gestern geschafft. Tobi Spibbletalk, ein deutscher Topspieler. Mit Pumpe, mit den Seppis, um wahrscheinlich den Feuerball rauszubaiten gegen Dramuskis. Holzfäller check ich nicht ganz, was er da drin soll. Eisgeist, Sepp zum Cyclone, Banditin. Und eben noch Königsriese als Win Condition vielleicht auch. Wir springen rein in Game und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich gewinnen kann. Ich bin wirklich gespannt, was ich mit dem Deck anfangen kann. Aber das letzte, das ist halt nochmal. Das übertrifft halt echt nochmal alles. Ich habe gedacht, ich würde mit diesem World Shine Deck hätte ich eigentlich alles gefunden. Habe mich dann einfach auf die Suche begeben nach weiteren Texten. Ich habe auch welche gefunden. So viel kann ich dazu sagen, auf jeden Fall. Okay, setzt auch eine Pumpe. Wir haben halt keinen großen Spell drin. Das gefällt mir bei dem Deck überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich den World Shine einsetze. Lohnt sich jetzt zum Beispiel, einen World Shine nach hinten zu bringen? Das haben wir den World Shine gerade eben gebracht. Tut das ein bisschen weh. Ich denke, hier lohnt es sich jetzt, die Seppis einfach zu setzen. Ja, sollte sich lohnen. Ja, okay, ist natürlich ein bisschen bitter. Jetzt können wir natürlich nichts gegen seinen Prinzen hier machen. Ah, ich hätte die den früher setzen können, ich hätte den Charge aufhalten können, fällt mir gerade auf. Ja, hätte ich jetzt früher machen sollen. Das ist eine dumme Idee von mir.
Flugmaschine ist ja auch dran. Sieht ein bisschen schlecht aus. Der Royal Giant wird wahrscheinlich jetzt auch wegsterben, denke ich. Ja. Selbst macht zwar noch ein bisschen Schaden, aber lohnt sich nicht wirklich für uns. Bringen jetzt hier einen Eisgeist drauf und setzen direkt die nächste Pumpe. Sieht aus, als würden wir gegen Flugmaschine Double Prince spielen. Ich muss echt sagen, ich verstehe das Deck nicht. Ich verstehe nicht, wie man mit diesem Deck die 20 Siege holen konnte. Ich hoffe, wir gewinnen das jetzt aber trotzdem hier. Ist der Royal Giant Push überhaupt schlau? Keine Ahnung. Bringen Sie hier einen Royal Giant? Und bringen Sie nach hinten direkt Zappies. Ich mache einfach mal Druck. Ich bringe sie einfach nochmal Dieter. Die wird auch noch chargen, denke ich. Ja, natürlich ein Poison. Der Poison ist natürlich jetzt rausgebetet, klar. Und der Royal Giant holt sich den Turm. Und der Poison ist weg. Das heißt, wir können es auf jeden Fall auch. Die Pumpe stirbt jetzt auch noch. Sehr schön. Das ist halt die Frage, was wir jetzt machen. Jetzt können wir natürlich die drei Muskis erstmal bringen. Bringst hier noch schnell einen Eisgeist. Jetzt ist die Flugmaschine kurz eingefroren. Drei Muskis sollten sich jetzt eigentlich relativ entspannt das Ganze hier wegholen. Jetzt haben wir einen ziemlich ordentlichen Counterpush am Start tatsächlich. Jetzt können wir hier doch eigentlich einen Royal Giant bringen. Bringen jetzt hier noch Zappies dazu. Kann es eigentlich nicht alles auf einmal aufhalten, oder? Wir setzen den Dark Prince auch noch. Ich weiß, die Decks klappen halt echt. Die Decks klappen halt wirklich. Ihr seht es. Das ist verrückt. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Okay, wir können jetzt hier noch direkt weitere Zappies eigentlich springen. Holzfäller ist auch im Turm, das ist sogar ein Recon Win eigentlich. Sieht ja noch aus. Ah, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Okay. Wir zappen hier nochmal. Auf den Prinzen. Und doch, wir haben es. Wir haben es. 3:0 mit Zappies, 3 Muskis, Königsriese. Krankes Deck einfach. So, wir hatten schon verrückte Decks, aber das hier übertrifft für mich zumindest einfach alles. Wir haben einfach gleich 3 Karten oder 4 Karten drin, die ich eigentlich überhaupt nie spielen würde. Wir haben Riesenskelett, Kanonenkarre, Hexe und Freeze drin. Es sieht nach einem Control-Deck aus, so eine Art. Im relativ schnellen Cycle. Ein Sky Zap haben wir noch dabei zum Cyclen, Megaminion für Luftschaden. Und wir haben als Win-Condition eben vor allem den Rambok drin. Ich kann es nicht genau erklären. Ich denke, Rambok Freeze ist auch vielleicht ganz gut. Defensiv stehen wir halt mit dem Freeze vielleicht auch noch ganz gut da. Ich kann es nicht genau erklären, wie man es spielt. Es sieht total verrückt aus. Ich springe einfach mal in ein Game rein. Es wurden 20 Siege damit, wirklich 20 Siege mit geschafft, auf jeden Fall. Kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ich sehe immer den letzten Fight, ob damit auch alle 20 Spiele gemacht wurden. Ich gehe aber schon davon aus. Und ich meine auch wenn nicht alle 20 Spiele damit gemacht wurden, das entscheidende Game wurde auf jeden Fall mit diesem Deck gewonnen. Bringen wir auf jeden Fall erstmal ein Mega-Minion. Ich frage mich vor allem, wofür die Kanonenkarte da ist. Ich denke, die ist wahrscheinlich vor allem für die Defensive zuständig. Am ehesten. Bringt hier mal einen Zap erstmal zum Cyclen. Ich habe gerade keine gute Starterhand, leider. Ist halt die Frage, was wir jetzt zum Beispiel hier machen. Ich meine, die Karten sind wieder so teuer. Ich kann jetzt hier vielleicht mal Kanonenkarre bringen, aber. Ich meine, ich check's nicht so ganz. Okay, er bringt jetzt hier tatsächlich eine Hexe. Gehe ich jetzt einfach mal mit einer. Er bringt eine Nachthexe, meine ich. Da gehe ich jetzt mit der Hexe nach, weil die dann noch die Bats töten kann gleich. Der bringt davor jetzt hier einen Golem. Okay, das kann er eigentlich ganz gerne machen. Da wird sich die Kanonenkarre jetzt gleich auflösen. Können wir jetzt hier noch einen defensiven Rambok vielleicht reinsetzen? Ich denke, dass da die Hexe auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Job machen wird. Ich denke, jetzt freezen wir einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Freeze so stark war. Jetzt kann die Hexe wahrscheinlich ganz gut eine Value rausholen. Und die Defensive, die steht halt. Die steht halt wirklich ganz gut. Die Hexe wird jetzt auch noch hier komplett alles zerstören. Die Hexe überlebt halt immer noch. Jetzt bringt einfach noch ein Riesenskelett davor. Er muss jetzt eh noch das Riesenskelett werfen. Die Hexe überlebt. Er wird wahrscheinlich jetzt einen Zap drauf werfen oder irgendwas Billiges, denke ich. Nein, er setzt es. Oh mein Gott, die Hexe. Er bringt jetzt hier Pfeile drauf, aber das Riesenskelett ist, glaube ich, durch. Das gibt's doch nicht. Die Decks sehen so verrückt aus, aber es sind 20 Siegesdecks. Es sind 20 Siegesdecks. Das Scheinskeletten ist durch. Das ist doch verrückt. Das ist doch komplett verrückt einfach. Das gibt's doch nicht. Wir führen 1-0. Und er heult. Er heult. Also an der Stelle, gerne mal in die Kommentare schreiben. Zum einen kann ich noch eine Folge daraus machen. Ich kann ja nochmal beobachten, ob ich noch weitere verrückte Decks finde. Ich meine, ich habe jetzt nur so 50 Games angeschaut und habe diese Decks alle gefunden. Und zum anderen kann ich gerne auch noch die beliebtesten Decks machen, also diejenigen, die am meisten gespielt werden. Gerne in die Kommentare einfach schreiben. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier in Rambok eine Kanonenkarre rein. Wir gehen jetzt einfach mal hier voll rein, haben auch den Freeze dabei. Das sind wir relativ gut durch, muss ich sagen. Gut, er spielt auch ein relativ komisches Deck, davon hat es auch nicht vergessen, aber diese Offensive ist ja verrückt. Das ist einfach nur verrückt, wirklich. Ich muss hier gerade ein bisschen aufpassen, das habe ich hier ein bisschen gefailt. Das ist Megaminion nämlich den ganzen Mist drin, sage ich jetzt mal. Ich bringe jetzt einfach mal noch Hexe noch dazu. Und ihr seht, ohne dass ich es gemerkt habe, wir haben einen Freecon gelandet. Das gibt's ja nicht. Ich bin echt ein bisschen sprachlos gerade. Alle drei Decks absolut überzeugend. Am schlechtesten war es jetzt noch das erste Deck mit Funky.
tatsächlich. Das war jetzt noch tendenziell am schlechtesten, vielleicht weil ich nicht damit umgehen konnte. Aber vor allem die beiden Decks hier, die sind ja total abgefahren, aber die klappen wirklich absolut gut. Ich kann euch schon empfehlen, die Decks mal auszuprobieren. Ich werde die Decklinks einfach mal in die Beschreibung packen. Ich denke, man kann damit auch überraschen, weil niemand rechnet mit solchen Decks. Und die Decks funktionieren ja auch offensichtlich. Ja, und ansonsten, wenn ihr euch noch eine Folge wünscht, gerne die Kommentare schreiben. Und ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.